einem europäischen Dachverband für Militärverbände und Gewerkschaften, Euromil. Die Europa-Community im Deutschen Bundesverband setzt sich zusammen aus Vertretern der Landesverbände und dem Bundesvorstand und wir bewegen die Themen im europäischen Umfeld. Thema unserer heutigen Tagen war Krieg der Worte und dass wir uns glücklich schätzen können, eine freie Presse zu haben. Eine freie Presse bedeutet aber auch, dass unangenehme Themen angesprochen werden. Das ist ein Merkmal einer funktionierenden Demokratie. Northern Group bezeichnet dann 5 Länder von Euromail in dessen Nordbereich. Es handelt sich um Schweden, die Niederlanden, Dänemark, Irland und Deutschland. Alle Länder sind in der Europäischen Union und in der NATO fehlt Schweden und Irland, aber Schweden eine Frage der Zeit und ich denke, Irland wird aufgrund der Weltlage auch dazu kommen. Social Media ist in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir als Verband möchten natürlich auch insbesondere die junge Generation ansprechen und sie für uns interessieren. Und dafür ist es wichtig, dass wir genau dahin gehen, wo diese junge Generation ist. Es ist oftmals Social Media und mir ist es wichtig, dass wir es schaffen, als Verband auch eine starke Online-Community aufzubauen und dann als Bundesverband auch im Netz mit einer Stimme stark zu sprechen.